In diesem Trainingsmodul werden Sie durch den Betrieb des New Jersey Transit Doppelstock-Steuerwagens geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil um das Führerpult, der Richtungsschalter. Lassen Sie andere wissen, dass dieser Zug im Betrieb ist, indem Sie die Zugspitzen, damit Sie von diesem, um die Fahrgäste zusteigen lassen zu können, müssen Sie die Türen öffnen. Es ist Zeit zur Abfahrt. Schließen Sie die Fahrgasttüren. In dieser Einführung werden Sie eine komplette Runde fahren und den Fahrgastbetrieb durchführen, sobald Sie am nächsten Halt angekommen sind.
Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Ein Steuerwagen ist ein nicht angetriebenes Schienenfahrzeug, das es dem Lokführer ermöglicht, die Lokomotive im Verband fernzusteuern. Sie werden häufig auf Strecken mit Diesel- und Elektrotraktion eingesetzt, sodass die Lokomotive nicht mehr um den Zug herumfahren muss und ein Wendezugbetrieb möglich ist. Die mehrstöckigen Wagen sind seit 2006 in Betrieb und wurden von Bombardier Transportation für den Betrieb durch New Jersey Transit gebaut. Insgesamt sind 643 Fahrzeuge im Einsatz, davon 62 Steuerwagen. Die Personenwagen haben eine Gesamtkapazität von 127 bis 142 Fahrgästen sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 110 Meilen pro Stunde. Wir nähern uns dem Bahnsteig. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um zu einem sanften Halt zu kommen.
Gute Arbeit. Da der Zug angehalten hat, können wir jetzt die Fahrgasttüren öffnen. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen.